Jo Leute, was geht? Freunde, der Slide Eater ist mal wieder da und wir werden uns heute mal nicht das Ganze anschauen, nicht mit Blippi zusammen, sondern mit Vlad und Niki und zwar auf dem Kanal von Cayman und Flexi. Drohne überwacht, Vlad und Niki alleine mit Slide Eater um 3 Uhr mittags. Leute, was ist da los? Dieses Video hat 2 Ausrufezeichen und das ist Alarmstufe Rot, das ist schon fast die schlimmste Stufe. Was wird hier passieren? Wir werden es erfahren. Lasst ein Like da, let's go! Cayman, Mann, ich habe was richtig krasses gesehen! Was hast du denn gesehen, Flexi? Vlad und Niki beim Spielplatz! Laber nicht, ist nicht dein Ernst, oder, Mann? Weißt du, was am Spielplatz ist? Da ist Slide Eater, Mann. Ja, eben, deshalb sage ich dir, Vlad und Niki. Mann, ey, auf einmal ist das Slide Eater, will jeder zum Spielplatz gehen. Wir sind beim Spielplatz, wo Slide Eater ist. Wir müssen unbedingt Vlad und Niki warnen, wenn das stimmt, was... Warum holt er da gerade einen Rasenmäher raus? Flexi sagt, dann sind Vlad und Niki in Gefahr, Mann. Eben, erst Blippi und jetzt Vlad und Niki, das kann doch nicht wahr sein. Ihr habt ja unsere letzte Folge gesehen, da war Blippi am Spielplatz und hat Slide Eater getroffen und wir haben ihm gewarnt und er hat uns nicht geglaubt, Mann. Und jetzt ist Vlad und Niki auch bei dem gleichen Spielplatz. Das kann doch nicht sein. Wir müssen sofort die Drohne starten, dahin fliegen und versuchen, irgendwie Vlad und Niki zu warnen vor Slide Eater, Mann. Die armen Vlad und Niki, die Brüder, Mann. Das sind doch unsere Freunde. Weißt du was? Wir gehen raus und starten. Ich weiß nicht, ob das eure Freunde sind. Ich habe noch nie gesehen, dass die mit euch geredet haben. Also, vielleicht sind die eure Freunde, weil ihr sie beobachtet, aber sie wissen nicht, dass ihr sie beobachtet. Wir müssen uns jetzt wirklich beeilen, bevor Vlad und Niki die Rutsche benutzen. Aus diesem Grund starten wir die Drohne in 3, 2, 1. Let's go! Wir sind auf dem Weg zum Spielplatz. Oh Mann, die Facecam ist an der falschen Stelle. Regie, wir müssen die Facecam woanders hinstellen. Das Flexi, ist das auch der Spielplatz, auf dem du Vlad und Niki gesehen hast? Ja, genau, das ist der Spielplatz. Da waren Vlad und Niki wirklich auf diesem Spielplatz. Okay, krass. Der ist sehr interessant, weil den Spielplatz hatten wir letztens auch, aber das war vor 2 Episoden. Ihr seht es auch schon, da sind einige Rutsche. Das bedeutet, da sind ganz, ganz viele Slide-Eater, Mann. Guck mal, wieso geht denn Vlad und Niki jetzt heutzutage auf den Spielplatz, wenn es Slide-Eater gibt? Und vor allem hier ist eine gelbe Slide-Eater-Rutsche, eine rote Slide-Eater-Rutsche, eine blaue... Dass auch die Behörden da noch nichts gemacht haben. Die haben den Spielplatz immer noch nicht abgesperrt. Aber Slide-Eater, die größte Gefahr für dieses Land, wird immer noch hier zugelassen. Da könnte man sagen, das ist ja genauso wie bei anderen Themen. Slide-Eater-Rutsche. Einfach nur zugesehen. Das ist überall Slide-Eater. Wie viele Rutschen gibt es denn auf diesem Spielplatz? Oh mein Gott, Mann. -1000% auf. -1000% ist definitiv eine Zahl. Oh ja. Aber ihr wisst ja, Leute, Mann. Aura ist das Jugendwort des Jahres und diese Rutsche ist blau. Und Eine Slide-Eater, eine Rutschenesser-Rutsche. Was geht ab? Und schau mal, wie groß die ist. Die ist blau, aber auch riesig. Oh, wow, das ist ja Flexi, Mann! Nein! Vlad und Niki! Was? Und Blippi? Oh mein Gott, sie sind direkt vor der Rutsche! Das ist wie in dem Video, was wir vorhin gesehen hatten, Leute. Vlad und Niki einfach. Und sie haben kein Gesicht. Ihr seht es, Mann, die stehen hier. Die überlegen gerade, ob sie die Rutsche rutschen sollen. Nein, nicht rutschen. Die Rutsche hat einen Slide-Eater geworden. Sie dürfen bitte auf nicht keinen rutschen. Fall rutschen. Cayman, sie dürfen auf keinen Fall rutschen. Die sind weggegangen. Guck mal, ihr seht es. Vlad und Niki mit Blippi sind weggegangen und jetzt ist die Slide-Eater-Rutsche auch weg. Zum Glück sind sie nicht die Rutsche runtergerutscht. Vielleicht hat Blippi Vlad und Niki davor gewarnt, weil in dem letzten Video von uns hat der Blippi auch die Slide-Eater-Rutsche genommen. Mann. Ich wollte gerade sagen, Vlad und Niki gehen auf den Spielplatz. Im letzten Video ist Blippi auf den Spielplatz gegangen mit Slide-Eater. Ihr wisst ja, guck mal. Aber da sind sie. Die laufen weg. Die laufen aber immer wieder so. Ich laufe auch so, wenn ich in den Park gehe, dann laufe ich auch mal so. Ach, Hilfe, Leute. Ich kriege keine Luft mehr. Oh. Mit Hilfe! Sie wissen Bescheid! Was ist oh mein Gott, ja! Oder hinter mir! Nein. Oder ist jemand hinter mir? Sie verlassen jetzt oh nein! Und haben Hilfe! Warte, ich bin bei der nächsten Rutsche. Das Gute ist da hinten. Nee, das sind nicht Vlad und Niki, das sind irgendwelche zwei Mädels. Aber Vlad und Niki sind nicht zu sehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Hauptsache Vlad und Niki und Blippi rutschen nicht die Rutsche wegen Slide-Eater. Ihr wisst ja, Slide-Eater gibt es nur bei geschlossenen Rutschen. Also wenn die Rutsche oben so eine Kuppel hat, also eine Röhre. Genau, und dann kommt unten ein riesiger Mund raus mit sehr, sehr vielen Zähnen. Und dann wird man, wenn man rutscht, aufgegessen. Hier zum Beispiel seht ihr ein Feuerwehrauto mit einer gelben Rutsche. Und die gelbe Rutsche ist nicht offen. Die ist auch sehr klein, die kleine gelbe Rutsche. Ihr seht es, Mann. Und da ist kein Slide-Eater, weil sie eben. Das stimmt, weil die ist ja nicht. Genau, also die Rutsche muss geschlossen sein. Ihr seht es, da kann sonst kein Mund rauskommen.
Obwohl wir auch manchmal so Risse in dem Boden gesehen haben, dass der Mund einfach so plötzlich irgendwie weird durch die Welt geht. Aber sie bleibt nur haften an einer geschlossenen Rutsche, das eine Röhre ist. Guck mal, da hat doch Niki rutschen. Oh, die rutschen sogar. Die dürfen sie rutschen, Freunde, Mann. Diese kleine gelbe Rutsche dürfen sie rutschen, weil sie kein Dach hat, keine Röhre ist. Und was bedeutet das? Da passiert nichts. Das ist eine sehr treffende Beschreibung, weil sie kein Dach hat. Dürfen sie diese Rutsche rutschen? Die blaue, die dürfen sie auch rutschen. Da kann kein Slide-Eater draus werden. Nur wie gesagt, bei den geschlossenen Röhren können Slide-Eater draus werden. Leute, ihr lasst jetzt alle mal ein Like da. Bitte, Flat und Niki dürfen nicht geschlossene Rutschen rutschen. Hier ist eine geschlossene Rutsche. Die linke gelbe ist eine Slide-Eater-Rutsche. Rechts nicht. Also, nicht. Das lieber klein und offen. Da. Oh, nein! Nein! Das ist Blippi! Blippi ist drin. Ich hab's euch gerade noch gesagt, Freunde. Ihr seht es. Hast du es gesehen? Es ist... ist ja schon fast am Weinen. Flexi, bitte nicht weinen. Wir werden einen neuen Blippi finden. Vielleicht kannst du ja der nächste Blippi sein. Blippi gewesen. Ich sag dir, es war Blippi. Er ist die Rutsche gerutscht und wurde aufgegessen. Die Mädels packen auch zusammen. Die ziehen sich an und hauen ab. Mann, ich würde nichts anderes machen. Die sind eh nur mit der Drohne dort. Ich würde niemals selbst dahin gehen bei Slide Eater. Es kann nicht sein, dass Slide Eater auf einem Spielplatz ist. Das Problem ist, immer wenn sich Menschen so einer geschlossenen Rutsche nähern, kann ein Slide Eater draus werden, muss aber nicht, kann. Da kommt dann der Mund raus mit diesen 1000 Zähnen. Was ich nur nicht ganz verstehe ist, der Slide-Eater isst ja einen, wenn man rauskommt aus der Rutsche. Oder kann man dann einmal durchrutschen und dann frisst er einen auf, wenn man am Ende ankommt? Und dann sagt er, nein, du kommst hier nicht rein, ne? Du kommst hier nicht raus. Oder frisst er einen von unten nach oben? Wie sieht's denn oben aus? Eigentlich wie ein Haifisch. Slide heißt ja Rutsche und... Oh, das ist Blippi. Das war nicht Eater. Blippi lebt noch. Blippi lebt noch. Wer war das denn, Leute? Wir müssen mal Investigation machen. Moment, aber wir müssen es schneller machen. Ich könnte auch auf Indisch stellen, Leute. Kann man auf Indisch stellen? Moment. Auf Indonesisch. Moment. Ich würde gerne auf Hindi. Hindi. Warte, Leute. Achtung. Cameo Flex jetzt mal auf Hindi. Achtung, Leute, wir hören uns das mal an. Let's go. Nein, mir wo Vlad und Niki. Ja, Vlad ja Niki. Matlab, Paiyo mein se koi ek. Abhi Blippi ko kha liya gaya. Lekin pehli vyakti jo khayi thi, Vlad und Niki hi ho sakte hain. Un mein se koi ek. Paiyo mein se koi ek. Ja, ye koi aur bachcha tha jo wahan khel. Oh, ja. Ich verstehe alles. Ich verstehe alles, Leute. Warte mal. Was ist mit der anderen Sprache? Wir gucken mal. Französisch, Leute. Oui. Les gars, vous ne devez pas glisser sur des toboggans fermés. Comme je l'ai dit, là d'où vient Slide, eh bien voilà Slide. Vous savez bien... Voilà Slide. Slide signifie glisser, it signifie dévorer ou manger, donc glisser, manger, mec. Oh mon Dieu, regarde... Was war das denn für ein Sound? Hat man den auch im Deutschen gehört? Das müssen wir uns jetzt mal reinziehen, Leute. Okay. Schluss mit lustig, Schluss mit Spaß. Ihr wisst, der Slide heißt Rutscher und Eater heißt Fresser oder Esser, also Rutschenesser, Mann. Oh mein Gott, der Sound war nur im Französischen, what? Die ist zu, da ist ein Gitter dran. Natürlich ist sie abgeschlossen. Jeder weiß, warum sie abgeschlossen ist. Krass, aber warum waren die anderen da nicht abgeschlossen? Weil das die größte Rutsche ist und sie ist blau. Da haben die Behörden ganz klar durchgegriffen. Zuzumachen, abzusperren. Stimmt, vielleicht waren sie erst gerade dabei, alle Rutschen... Kein Generalverdacht unter all den Rutschen, sondern nur die, wo man tatsächlich Tatbestände festgestellt hat. Zu schließen, abzuschließen. Die erste Person, die von Slide gegessen wurde. Was ist, wenn das ein Parkwächter war, der gerade absperren wollte, aber dann zufällig reingefallen ist in die Rutsche? Das kann natürlich auch sein. Er wollte es vielleicht testen, ist gerutscht und wurde aufgegessen von Slide-Eater. Genau. Ihr seht hier eine weitere Rutsche, die ist aber offen, also hat keine Röhre. Hier kann nichts passieren, die sind sicher. Also, nicht jeder Spielplatz hat eine Rutsche. Dann würde ich sagen, weiter geht's, oder? Das heißt, ihr könnt natürlich jeden Spielplatz... Warte mal, Blippi ist da. Blippi ist da. Blippi. Wohin läuft der? Er rutscht. Okay, das war eine... Aber warte mal. Rutscht, wir haben so zweimal zwei Leute gesehen, die in der gelben Rutsche aufgegessen worden sind. Wir haben gedacht, das sind Vlad und Niki, aber... Oder Blippi? Nein, dann wäre es erst Vlad und dann war es Niki. Warte mal, das heißt, Vlad und Niki sind tot? Du hast gerade gesehen, Blippi war ganz alleine. Oh nein. Ja, nur noch alleine. Wo ist Vlad und Niki? Die waren noch zu dritt. Es war Blippi, Vlad und Niki und jetzt war Blippi alleine. Das heißt, der Titel von unserem Video hier stimmt. Drohne überwacht Slide-Eater mit Vlad und Niki und jetzt ist Vlad und Niki weg. Ja! Aber jetzt sind sie weg. Und wo ist Blippi jetzt hin? Nein, rest in peace, Vlad und Niki. War doch gerade normal rutschen bei der offenen Rutsche. Alles war in Ordnung, das könnt ihr auch gerne rutschen. Aber nicht diese blaue Rutsche, weil die zu ist. Warte mal. Da ist er schon wieder. Da sind sie ja, oben links. Wechsel, die rufen an. Vlad und Niki. Die rufen an, gerade Freunde, Mann. Geh ran, Kelmen, geh ran. Warte.
Hallo Keimen und Flexi. Ja, hi, wir sind's. Wir sind gerade auf dem Weg zum Spielplatz und wollen rutschen. Auf gar keinen Fall dürft ihr die Rutsche rutschen. Wir sehen euch, ja, wir sehen euch. Ihr dürft sie nicht rutschen. Unten an der Rutsche ist ein blauer Mond. Schaut es euch an. Das ist Slide Eater. Echt jetzt? Sollen wir zu einem anderen Spielplatz gehen? Besser, ja. Bro, wie kann das sein, dass sie das schon zum zweiten Mal aufnehmen und schon wieder ein Rentner da ankommt? Immer wenn sie aufnehmen, läuft da ein Rentner im Hintergrund vorbei. Was ist denn das? Geh zum neuen Spielplatz, ja? Danke für den Hinweis, dann gehen wir da jetzt hin. Ciao, Freunde, habt ihr das gehört oder gesehen, Leute? Die wollten gerade die Rutsche rutschen, aber die fliegen jetzt zum nächsten Spielplatz. Nein, die haben gesagt, da gehen wir da jetzt hin. Gut ist, sie haben uns angerufen und wir haben sie gewarnt. Und es ist gut, dass sie jetzt zu einem anderen Spielplatz gehen. Dann fliegen wir jetzt sofort mit euch direkt hin, Leute, Mann. Hier Let's go. Der blaue Slug-Eater. Ah, oh, das ist wieder der bekannte Spielplatz, Leute. Da gehen wir natürlich erstmal durch die wichtigsten Sachen, skippen wir durch. Wir haben das schon dreimal gesehen. Yeah, hier geht die Action ab. Warum? Weil sie offen ist? Genau, oder weil sie nicht zu ist? Ja, oh, da sind Vlad und Niki, Mann. Da sind sie. Sie sind da, Leute. Sie sind endlich angekommen. Beim neuen Spielplatz, beim zweiten Spielplatz. Und wir sind auch da. Gelaufen. Leute, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich habe gerade euch in die Kamera geguckt. Wo sind die hin? Leute, lasst mal ein Like da, wenn ihr Vlad und Niki auch bei diesem Spielplatz gesehen habt. Wow! Nein, nicht schon wieder dieser Slide-Eater. Und Mund, 1, 2, 3, 4, Mund. Hol dir den Slide-Eater an. Was geht ab, Alter? Oh mein Gott, der warte doch nur auf Flatoniki. Seht ihr, wie groß dieser Slide-Eater war? Was ist das? Als wie wenn er wüsste, dass Flatoniki jetzt zu dem neuen Spielplatz geht. Aber ist dir was aufgefallen? Ein riesen Slide-Eater von dieser Rutsche, die kommen immer nur, wenn irgendwo Rutschen in der Nähe sind. Natürlich, oder nur Spielplätze. Auf jedem Spielplatz gibt es mindestens ein Slide-Eater. Eine Rutsche, ein Slide-Eater. Eben, ja. Das heißt, wenn ihr auf den Spielplatz geht, auf den nächsten, könnte das Slide-Eater sein? Ich hoffe es nicht. Leute, wenn ihr normalerweise auf den Spielplatz geht, lasst ein Like da. Da kann man ganz normal spielen. Vielleicht habt ihr eine Idee, lasst uns doch mal unsere Drohne hier auf der Rutsche landen und dann sliden wir runter. Aber vielleicht passiert irgendwas. Nein, eben nicht. Besser ist, wenn ihr jetzt einfach mit der Drohne Achtung. Die Rutsche runterrutschen. Nein, ich lande und schauen, ob was passiert. Freunde, Mann, ihr könnt okay, aber die Rutsche ist geschlossen, der offen. Auf dieser Rutsche, Mann, und vielleicht passiert ja irgendwas richtig Cooles, Mann. Das sehen wir jetzt. Wir werden jetzt hoffentlich mit der Drohne es schaffen, die Rutsche runterzurutschen. Wow! Was ist? Das ist Vlad und Niki. Oh mein Gott, haben die uns gesehen? Das weiß ich nicht. Nein, die schauen auch nicht die Rutsche an. Leute, sollen wir runter? Was machen die denn da? Die gucken sich das an. Ja, ein netter Wald hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Rutschen, sollen wir hinterher rutschen, Mann? Wir rutschen jetzt auf keinen Fall mit der Drohne. Nein, zwei, eins! Wir sind in einen Haufen Blatt gelandet. In einen Haufen Blätter sind wir geflogen, Mann. Ich muss starten. Schaffst du noch? Hey, Mann, schaffst du die Drohne? Oh Gott, ich konnte sie gerade so starten. Freunde, ich hab gesehen, wo ist denn Blatt und Niki hin? Aber das Gute ist, du bist mit der Drohne die Rutsche runtergerutscht. Und was ist passiert? Ja, nichts! Kein Slide-Eater! Ist ja auch eine offene Rutsche, die ist nicht geschlossen, ist keine Rutsche. Ach. Das bedeutet, diese Rutsche ja, ist natürlich. Sicher. Ja, natürlich! Flieg jetzt mal die Rutsche hoch! Hoch, das geht nicht! Freunde, Mann, ich bin gerade gecrashed mit der Drohne in die Rutsche. Leute, man kann doch keine Rutsche hochrutschen, das funktioniert doch nicht! Aber die Drohne funktioniert doch wenigstens, Flexi, Gott sei Dank. Wo sind jetzt einmal Vlad und Niki? Ihr habt gesehen, dass Vlad und Niki sich die Rutsche angeguckt haben, die wollten rutschen. Oder sie haben jetzt gesagt, sie haben doch keine Lust mehr, diese Rutsche zu rutschen. Warum? Weil sie... Bisschen, Leute, das beste Drama aller Zeiten. Vlad und Niki mit Like Nastya und so. Die eine fängt die andere an zu küssen, dann küsst sie den anderen. Dann schlägt er sie, dann schlägt die andere den, die ist einfach tot. Das war das beste Video, was ich je gesehen habe. Offen ist. Meinst du, das kann doch nicht sein, oder? Vielleicht wollen sie immer nur rutschen, die zu sind. Oh nein, die rutschen schon wieder. Oh mein Gott, jetzt ab. Slide diese 1, 2, 3, 4 Stück. Wo kommen die denn jetzt auf einmal alle her? Ganz komisch. Ich bin weggeflogen, so schnell es ging, aber ich finde sie nicht mehr. Die sind einfach abgehauen. Die sind vielleicht in den Wald gerannt, die Slide-Eater. Oder die suchen Vlad und Niki. Nein. Die waren doch auch gerade da. Vlad und Niki haben sich versteckt. Wo sind denn Vlad und Niki hin? Ja, eben. Ich verstehe es gar nicht mehr. Leute, habt ihr gesehen? 4 Stück, 4 Rutschen, 4 Slide-Eater. Wir schauen uns doch mal die allererste Rutsche an. Weil hier sind ja der Mund, die zwei Münder, 4, 5 Münder raus. Bei denen kommt schon wieder. Nein, da kommt sie schon wieder raus. Weißt du, was mir auffällt? Hier ist Sand, Flexi. Hier ist Sand. Das bedeutet, der Mund von Slide-Eater kommt immer nur bei Sand raus. Warum? Weil der Boden dort weicher ist. Das kann sein, ja. Die kommen gerne raus bei Sand. Und da ist der Boden weicher und dann kommen sie aus dem Boden heraus. Das ist ja ganz einfach. Ihr kennt ja auch Treibsand, da sinkt man leicht ein und ist einfach nur das gleiche Effekt nur anders. Aber was haben die vor? Was ist das Ziel davon? Irgendjemand zu essen, der rutscht. Ja, aber wer rutscht denn? Da ist kein Mensch. Leute, fällt euch auf. Also ich finde, hier ist keine Gefahr. Wir haben nicht eine einzige Rutsche auf dem Spielplatz, die geschlossen ist. Wie kann denn da ein Slide-Eater kommen? Da war auf einmal ein Slide-Eater, aber als ganzes Gerüst. Auch, dass bei diesem Spielplatz nicht ein einziges Kind ist. Nur Vlad und Niki und wir haben sich irgendwo versteckt. Vlad und Niki haben sich vor Schau mal von oben jetzt. Leute, wir fliegen jetzt mal ganz hoch und haben den ganzen Spielplatz im Blick. Hier ist niemand, kein Kind, kein Erwachsener, einfach kein Mensch. Menschen sehen leer. Leute, wenn ihr Vlad und Niki seht, dann lasst es uns bitte wissen. Ich sehe keinen Vlad und Niki, ich sehe auch keinen Slide-Eater. Ich wollte gerade sagen, andererseits, wo ist oder die Slide-Eater?
Die sind abgehauen, Mann. Vielleicht verfolgen die gerade Flat und Niki. Die können doch gar nicht laufen. Die können doch nur rutschen. Ja, du hast doch gesehen, die sind gelaufen, die da. Was? Die haben doch keine Füße. Das sind Rutschen. Natürlich die haben die laufen Füße. Ja, doch, sie haben Füße. Sie konnten ja auf einmal laufen. Habt ihr ja gerade gesehen. Leute, lass mal jetzt alle mal einen Like da. Yeah. Die Rutsche steht auf einem Gestell mit Metallstäben und da ist sie befestigt und die bewegen sich. Das sind doch Geschichten aus dem Paulaner-Garten. Wow, wow, wow. Geschichten aus dem Paulaner-Garten. Flexi, das sind Blatt und Niki. Guck mal, da bewegt sich was. Was? Da ist doch kein Mensch drauf. Sie ja, warte, nicht. Ich muss da Blatt und Niki. Oh mein Gott, was passiert hier, Leute? Was passiert hier? Nicht Blatt und Niki. Horror, was passiert hier? Niki, ich dachte auf der linken Seite von der Heilige Geist bewegt das, oder wie? Der Heilige Geist! Nein, nicht Blatt und Niki. Du hast es doch aber gerade selbst gesehen, dass sich da was bewegt hat. Das Band hat sich bewegt. Ja, und wer war das? Weiß ich nicht, aber nicht Blatt und Niki. Hey Leute, wer hat dann dieses Gummiband bewegt? Ihr habt es gesehen. Ein Geist! Der Rutschengeist! Das kann doch nicht sein, Mann. Doch, der Rutschengeist! Du meinst Klosterfrau Melissengeist, ey. Nein! Erzähl mir doch keine Geschichten. Ihr seht hier ganz Paulaner-Garten. Halt. Oh! Genau, schon wieder. Ich glaube es nicht, Freunde, Mann. Ich werde verrückt. Das muss doch nicht so rein. Willst du mich jetzt auf den Arsch stellen? Du hast es selbst gesehen. Ja. Doch, alle Reifen sind ruhig. Und ein einziger Reifen bewegt sich. Aber wer war es, Leute? Wer hat die Reifen? Ist, wie immer noch. Ivo. Ich war's. Tut mir leid. Kurze, da ist niemand. Da ist kein Mensch. Lexi, Mann, das wird mir langsam zu unheimlich. Lass uns das für ein Spielplatz? Lass uns die Drohne landen. Wir müssen da hin. Oh mein Gott, die haben wirklich ein Video gemacht zu Slide Eater Exe mit Diana und Roma. Oh mein Gott, Leute, das wird ein Video. Das wird ein Video. Wie ist das Video geendet? Das ist einfach so abgebrochen. Lass uns das für ein Spielplatz? Lass uns die Drohne landen. Wir müssen da hinfahren. Das Video endet einfach so ohne Outro. Einfach so. Leute. Ja, nice Video. Wir haben ein paar Mal Vlad und Niki gesehen und ja, das Material war ein bisschen viel. Wir waren schon auf den Spielplätzen öfter. Ne? Wir waren da schon ein bisschen öfter. Vielleicht sehen wir auf dem anderen dann auf einem ganz neuen Spielplatz. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, Leute, checkt die beiden Jungs ab. Kaman und Flexi. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus und rein und ciao.